bereit? Im Übrigen herzlich willkommen zur Übersetzung vom Vortrag The Great Cyber Train Robbery auf dem 32. Chaos Communication Congress. Ich glaube, industrielle Sicherheit war sehr häufig in den Schlagzeilen in den letzten Jahren. Und ich bin sehr neugierig, was unsere nächsten Sprecher sagen werden. Also begrüßt bitte Sergey, Alex und Gleb mit dem nächsten Talk, The Great Train Cyber Robbery. Hallo Kongress, es ist eine große Freude, wieder hier zu sein. Wie so häufig sind wir die Einzigen, die versuchen, die Menschen vor der Katastrophe zu bewahren. Also bitte Applaus für alle, die uns unterstützen. Nicht nur für Journalisten ist das SCADA Strangelove-Team. Wir sprechen nicht für alle unsere Arbeitgeber. Also, Eisenbahnen sind eines der größten Systeme, die Menschen gebaut haben. Es sind Tausende und Tausende Kilometer Eisenbahn rund um die Erde verlegt. Und meine persönliche Bahnreise, als ich Student war, war mehr als 9000 Kilometer lang und 6 Tage. Vielleicht lag es daran, dass ich jung war und eine Menge Zeit hatte. Aber trotzdem, auch selbst heute noch, reise ich lieber mit der Bahn, weil Flugzeuge dir die Welt von oben zeigen, und im Zug kannst du dich mit Menschen verbinden, du fühlst dich mehr mit der Landschaft verbunden. Aber die wichtigste Frage ist, wie es funktioniert, weil es immer interessant ist zu verstehen, wie in diesem Fall Eisenbahn zu funktionieren. Es gibt 2 wichtige Sachen. Es sind einmal Signale und Weichen. Signale erlauben dem Zugführer zu verstehen, welche Geschwindigkeit er fahren soll. Soll er beschleunigen oder stoppen oder bremsen? Und Weichen ermöglichen es natürlich, die Richtung zu ändern und von einer Schiene auf die andere zu wechseln. Vor vielen Jahren wurden Signale und Weichen von Hand betrieben. Wenn man also den Zug auf eine andere Schiene bringen wollte, musste man die Weiche von Hand stellen. Aber vor vielleicht 100 Jahren kamen moderne Systeme namens Interlocking, also Stellwerke, die Abhängigkeiten zwischen der Zugposition und den Signalen und den Weichen herstellen und damit bestimmen, ob der Zug in diese Richtung fahren darf oder nicht. Also, wenn es zu einer Kollision kommen könnte, dann verhindert dieses System, dass die Weichen so gestellt werden durch tatsächliche Schlösser sozusagen. Das hier sieht aus wie Steampunk, aber diese mechanischen Stellwerke funktionieren immer noch, zum Beispiel in der New Yorker U-Bahn. An einigen Bahnhöfen gibt es immer noch diese Stellwerke, die von Hand betrieben werden. Eine wichtige Sache, eine wichtige Frage, die sich stellt, ist, wie wir die Position des Zugs ermitteln. Heutzutage gibt es viele verschiedene Möglichkeiten mit diesen ganzen Hochgeschwindigkeitszügen, und wir können unsere Züge per GPS oder GLONASS tracken, aber
diese Schaltkreise sind, gibt es immer noch, sind immer noch sehr, sehr verbreitet. Die funktionieren so, dass wir die Gleise als, als Leiter benutzen und Spannung an die Gleise anlegen. Manchmal Gleichspannung, manchmal Wechselspannung. Und das führt zu einem Relais. Und wenn das dann ist das Relais open und die Ampel wird grün. Wenn ein Zug auf der auf den Schienen ist, dann wird das, das Relais kurz geschlossen, wird der Schaltkreis kurz geschlossen und das Signal wird rot. Nun sprechen wir über Relais nach mechanischen Stellwerken wurden die meisten aus Relais gebaut und mit Relais, die mit viel Gold gebaut werden und damit in sehr großen Temperaturbereichen verwendet werden können. Ja, aber keiner weiß, wie das über Schwerkraft funktioniert und deswegen weiß keiner, warum diese Relais überhaupt funktionieren. Aber by the way, übrigens, für mich ist das, sind Relais-Räume, Relais-Maschinenräume so interessant. Man kann hier stundenlang sitzen und sich diese Musik anhören, die ist, das Klappern dieser Relais in den Betriebsräumen. Okay, das ist oldschool und heute ändern sich die Sachen. Und es gibt ganz viele automatische Systeme, computerbasierte Systeme auf der Lok, in den Bahnhöfen, in den und auf der an der Seite der Schienen und motorisiertes und computerisierte Stellwerke und so weiter und so weiter. Und wir gucken uns mal im Detail an, wie das funktioniert. Ich gebe euch mal ein Beispiel, etwa über den Eurostar. Und der ist einer der smartesten Züge in der Welt. Denn er hat 1, 2, 3, 4, 5, 7 automatische Systeme drin für Frankreich, Großbritannien und Belgien. Und haben die ein Train Control System. Und wir gucken, warten erstmal eine Sekunde und gucken erstmal, was es dann für Schutzsysteme gibt auf dem Eurostar. Und das ist wohl ein Tippfehler, aber wir sprechen hier noch nicht über nukleargetriebene Züge. Hallo. Hallo? Switch on the mic. Aha, das Mikrofon ist an. Gut. Also, die Lokomotive. Sie werden zusammengebaut aus verschiedenen wichtigen Systemen. Eins, was benötigt wird, um zu fahren und anzuhalten und dem Zugführer, den Lokführer zu informieren. Und ganz wichtig, aber die Zugschutzsysteme, die Sicherungssysteme, die reagieren können und Unfälle verhindern können. Und alle diese Subsysteme sind miteinander verbunden. Zum Beispiel gibt es, dass die Systeme nicht sich gegenseitig beeinflussen. Und damit keine Unfälle passieren, kann das Zugsicherungssystem den Zug auch anhalten. Und das Problem ist, man kann dafür in der öffentlich verfügbar nichts finden für unsere Forschung. Und das gilt so für alle Eisenbahnsoftware. Aber wenn man sich genug anstrengt, dann wir sprechen hier mal über ein Zugsicherungssystem, SIBAS. Und das ist ein 10 Jahre altes System von SIBAS 3.2, ist sehr weit verbreitet. Und im Eurostar gibt es ein System. Und jetzt gucken wir mal, wie dieses System aktualisiert wurde. Und wir sehen verschiedene Sachen. Sie haben jetzt keine proprietären Betriebssysteme mehr benutzt. Und das ist gut, denn
solche normalen Betriebssysteme sind einfach katastrophal. Und in diesem System haben Sie Hardware-Controllers und PC-Based-Controllers mit und hier haben Sie vereinheitlichte Systeme. Heute benutzen Sie eine weit verbreitete CPU-Architektur, wie zum Beispiel x86 und PowerPC. Und es ist einfach, das vereinfacht die Arbeit des Reverse Engineers natürlich. Und man kann viele Dokumente im Internet lesen und man weiß doch, von welchen Firmen die Untersysteme der Loks gebaut werden, und man kann darüber dann oft Sachen im Internet finden. Wir sprechen hier über WinAC RTX Controller und jetzt reden wir noch nicht darüber, sondern was ist das hier? Und hier können wir ganz viel darüber rausfinden, auch über die Schwachstellen vielleicht, aber wenn man den Controller kontrollieren will, um anzuhalten oder um wieder zu starten oder um zu laufen, dann braucht man, sieht hier keine Industrie-Standardprotokolle, das sind einfach nur XML über HTTP, und es ist einfach, eigene Tools dafür zu bauen, um das zu kontrollieren. Und wenn man genau hinguckt, dann sind die Sachen alle selbst geschrieben und ein HTTP-Server und XML-Parser, und ich glaube, könnt euch vorstellen, was das bedeutet. Der nächste logische Schritt ist, darüber zu reden, wie man diese Systeme in der echten Welt erreichen kann. Aber wir wissen das auch nicht, und wir wollen auch nicht, dass irgendjemand anders das weiß. Also, hier machen wir weiter mit dem und reden weiter über computerkontrollierte Stellwerke. Und wie es im Wesentlichen funktioniert, ist, das gibt Unterstützung für das Routing durch den Bahnhof. Und wir haben versucht, das zu analysieren anhand von anderen Computersystemen. Und wir können wichtige Teile finden von Computerstellwerken. Das ist die Master Workstation. Und das ist ein Mensch-Maschine-Interface in einem Industrial Control System Interface Environment, in einer Umgebung. Und dies sind Integrationsgateways, die helfen, Sachen zu verbinden, zum Beispiel über Wireless, die verschiedene Bahnhöfe verbinden oder zu einem zentralen Verkehrskontrollsystem. Und der wichtigste Teil ist von diesen Computerstellwerken ist die CPU, die verwaltet alle Abhängigkeiten. Und jetzt, bisher hatten wir handbetriebene Weichen und jetzt sind die von Computern kontrolliert, und es gibt Objektcontroller, PLCs in unserer SCADA-Umgebung, und die transferieren Management-Kommandos zu Geräten an der Strecke, zum Beispiel Weichen und schaltet Lichter. Die Anforderungen für Computerstellwerke sind sehr formalisiert. In verschiedenen Ländern kann man da verschiedene Anforderungen finden als Gesetze zum Teil oder als Vorschriften verschiedenen Bahngesellschaften. Und wir reden hier über die Komponenten für die Sicherheit, und diese Anforderungen sind fest. Und alle Stellwerkssysteme müssen dazu passen, zu diesen Anforderungen. Also, wenn wir über Sicherheit sprechen, dann ist es ganz sicher ganz wichtig, ein richtiges Threat Model zu haben. Und wenn wir über Computer Security sprechen, dann sprechen Leute meistens über Integrität oder Zuverlässigkeit. Aber das funktioniert in Industrieumgebungen nicht, wenn man hier von computerkontrollierten Systemen spricht. Aus unserer Sicht gibt es hier drei Ebenen von Bedrohung. Das erste ist Safety, also Cyber-Physical Bedrohung. Und der Angreifer will eine Katastrophe herbeiführen. Und das zweite ist
wirtschaftlich, ökonomisch und Hacker wollen die Effizienz der Systeme, die Systeme der Eisenbahngesellschaft stören. Und das Letzte ist Zuverlässigkeit, wenn man einfach nur zusätzliche Arbeitsbelastung für die Ingenieure erzeugen will. Und manchmal fragen mich Kollegen, was ist denn Cyber-Physical Bedrohung? Und ich habe keine so ganz genaue Definition, aber für mich ist das, wenn etwas auf der Computerseite Sachen in der echten Welt beeinflusst, so wie das hier. Und es ist immer lustig auf solchen Bildchen, aber ich lass mich mal erklären, wie es zum Beispiel im Beispiel ist, was eine weniger restriktive Route aussieht. Ja, das ist so eine Beispielstrecke. Dies ist weniger restriktive Signalschaltungen. Das sind nur Spielzeuge. Aber lass uns mal gucken, wie das in Wirklichkeit aussieht. Das ist nicht so lustig. Also, die Weiche war in der richtigen Stellung und selbst wenn der Fahrer die Situation erkennt, kann er trotzdem nicht schnell genug anhalten, weil Züge sehr schwer sind. Sprechen wir mal über Attack-Vektoren, über Angriffsvektoren in Computerstellwerken, in einem vollständigen Modell. Der erste Level ist der Angreifer. Kommt Zugriff auf eine Workstation, was einfach möglich ist durch Umgehen von Physical Security oder ist nicht so schwierig, so an eine Workstation Zugriff zu bekommen. Der zweite Level ist, wenn er auf Integration Gateways Zugriff bekommt, Netzwerkgeräte, die das Computernetzwerk mit dem Rest der Welt verbinden. Und andere Angriffsvektoren sind auch die Kommunikation zwischen der Master Workstation und der CPU, zwischen der CPU und dem Objektcontroller und manchmal auch die Kommunikation zwischen dem Objektcontroller und Geräte, die an der Strecke sind. Zum Beispiel optische Controller können über Wireless kommunizieren mit den Geräten auf der Strecke. Das kann man abfangen oder einen Man-in-the-Middle-Attack machen oder man kann die Switches einfach direkt selbst kontrollieren. Alle Beispiele, die ich euch jetzt zeige, sind nicht aus Google. Also kommen nicht aus unserer vergangenen Forschung. Also zuerst physische Sicherheit. Das sind wahrscheinlich echte Bilder. Es sieht zumindest aus wie echte Bilder, denn in unserer Forschung ist die physische Sicherheit fürchterlich. In den meisten Fällen kann man sagen, hey, kann ich mal eben dein System überprüfen, kommst rüber zu der Station und hast sofort Zugriff auf die Arbeitsrechner oder die Server. Passwortschutz, das rechte Bild kommt aus einem Dokumentarfilm über die britische Eisenbahn. The main challenge here to guess
das Schwierigste hier ist, den Namen des Computers zu erraten. Da oben steht CO, was auch immer. Aber ich glaube, dass da kann man sich Hilfe holen. Alte Software ist überall. Auch das hier ist aus Google. New equipment and system. Das ist tatsächlich ein neues Zertifikat für Software, die erlaubt CCV Trans auf Windows NT 4 Service Pack 6 und darüber zu verwenden. Und dieses System ist für TrackGuard und das sind flexible Sicherheitsprozesse. Und Sicherheit. Die meisten Eisenbahnsysteme sind redundant ausgelegt. Das heißt, sie benutzen mehrere CPUs, manchmal 3 oder 4 oder 8, die manchmal andere Programme von anderen Entwicklerteams ausführen. Und die meisten dieser Systeme, die Ergebnisse vergleichen und versuchen, irgendwelche Fehler zu finden. Aber in der Praxis bedeutet das, dass wenn du Root-Zugriff hast, dann musst du deine Fehler in mehreren Systemen einbauen. Wie Sergei gerade gesagt hat, hatten wir früher diese Steampunk-ähnlichen Stellwerke und die größte Komplexität in ihrem Bau war der eigentliche Bau. Und aber heutzutage ist die schwierigste Frage, wie man ein sicheres System baut. Wenn wir sagen, wir wollen ein sicheres Stellwerk haben, dass zum Beispiel Züge nicht kollidieren oder entgleisen sollen oder mit Menschen kollidieren sollten. Und das machen sie mit mehreren formalen Methoden, um mathematisch zu beweisen, dass diese sicherheitskritischen Systeme auch wirklich sicher sind. Ich werde euch auf diese formalen Methoden nicht genauer eingehen. Das ist ein Thema für einen anderen Talk. Aber kurz gesagt geht es darum, Spezifikationen zu erarbeiten mit bestimmten Voraussetzungen und ein Modell unseres Prozesses. Und es geht darum, zu beweisen, dass das Modell diese Voraussetzungen erfüllt. Die Welt hat viele verschiedene Instrumente, wie B-Method, EventB, Prover.com, und alle diese Systeme werden von der Industrie verwenden, um sicherheitskritische Systeme zu bauen. Und wir werden über B-Method reden. Das ist, das wird häufig verwendet, nicht nur für Verkehr, sondern auch für zum Beispiel für Verkaufsautomaten. Und es gibt eine Voraussetzung namens Atelier B, die uns erlaubt, diese Spezifikationen und Modelle zu erarbeiten und später zu beweisen, dass es sicher ist. Und dadurch haben wir auch Übersetzer von diesem Modell in verschiedene Sprachen, zum Beispiel C++ oder C oder Ada. Wir wollen nicht sagen, dass die Mathematik verkehrt ist, dass hier hinter Atelier B oder B-Method, aber wir wollen zeigen, dass Menschen fehlerhafte Spezifikationen erstellen können und dadurch verschiedene Angriffsvektoren eröffnen können. Und das ist eine Folie von einem der Entwickler von Atelier B, der sagt, dass man mit allen diesen Problemen fertig werden kann. Wir haben also Atelier B genommen und ein sehr kleines Projekt gestartet namens Bad Index. Wir haben ein Array und eine Operation, die versucht, auf ein Element dieses Arrays zuzugreifen. Und wie ihr seht, gibt es keine Boundary Checks. Die ganzen grünen Kreise auf der linken Seite
sagen, dass alle Typen richtig überprüft wurden. Wir haben alles überprüft, also sollten wir sicher sein. Wenn wir daraus in C ein Programm erstellen, sehen wir, dass ein Segmentation Fault oder ein kaputter Speicher rauskommen kann. Und das liegt nicht in der Mathematik, sondern es liegt einfach daran, dass wir keine Boundary Checks haben. Und das zeigt einfach, dass die Menschen, die diese Spezifikationen schreiben, immer noch Menschen sind. Und wie in jeder anderen Programmiersprache können sie Verwundbarkeiten eröffnen. Aber es gibt gute Nachrichten. Die Leute, die diesen Code schreiben, der die Spezifikationen in Programmiersprachen umwandeln, benutzen ADA. Das ist eine der typensichersten Sprachen. Aber auch da gibt es ein paar Fallstricke. Zum Beispiel haben typische ADA-Implementierungen einen Mechanismus namens Trampoline. Und wird für Rekursion verwendet. Und das ist nicht so gut für C-Programme. Und wenn man diese ADA-Programme nun zu C-Libraries linken wird, dann wird das nicht funktionieren. Aber zurück zur Eisenbahn, zu Stellwerken. Diese Systeme sind tatsächlich gar nicht so einfach zu überschauen. Und meistens, die Leute, die diese Systeme bauen, werden mathematisch nur beweisen können, dass die Logik sicher ist. Wir dürfen also Zügen nicht die Möglichkeit geben, zu kollidieren. Aber alle anderen Systeme, zum Beispiel das Betriebssystem, das unseren Code ausführt, die verschiedenen Kommunikationsdienste, die Benutzeroberfläche, die zeigt, wo der Zug sich befindet und in welche Position die Weiche gestellt ist, ist meistens fast immer in C geschrieben. Und das eröffnet eine Menge Möglichkeiten, das auszunutzen und zu beeinflussen. Also hier zeigen wir mal, wo einige der Verwundbarkeiten in dieser formalen Methode liegen und in diesem Stellwerk. Danke. Aber wenn man versucht, darüber zu diskutieren, diese Verwundbarkeiten diskutiert mit Eisenbahnleuten, mit Eisenbahningenieuren, Leute, die das in Betrieb halten, das Stellwerk und, na gut, ihr könnt hier Konfliktrouten erstellen, aber nur im Labor, denn in der echten Welt ist das alles mit Airgaps abgesichert. Ja, reden wir mal über Airgaps. Glücklicherweise, wenn man Railware in Shodan eintippt, dann bekommt man nur sehr wenige Ergebnisse und viele davon sind False Positives. Allerdings, manchmal bekommt man was Interessantes. Zum Beispiel der Delhi-Bahnhof in Indien. Das ist erreichbar über einen PPP-Port. Das ist nicht wirklich Industrie, das ist nur für den Bahnhof hier. Aber interessant ist, dass dieses Gerät hier Teil ist von der Eisenbahngesellschaft von Indien. Und hier gibt es spezielle Telekom-Operators für Eisenbahnen. Zum Beispiel in Deutschland gibt es einen ganz besonderen Operator für die Netzwerke, die die Deutsche Bahn, das Netzwerk der Deutschen Bahn unterstützen, und die stellen auch SIM-Karten zur Verfügung. Wofür brauchen Eisenbahnbetreiber SIM-Karten? Für die Lokführer, Videos hochzuladen auf YouTube oder so.
Nein, sondern es braucht es für GSMR. GSMR, das ist die Eisenbahnversion von GSM, die benutzt wird, um Züge zu verbinden mit den Geräten, die an der Strecke sind, um die optimale Geschwindigkeit festzulegen, die Position der Züge zu melden und über Konfliktsituationen Nachrichten zu machen, Nachrichten zu übertragen. Und aus Verschlüsselungsseite ist GSMR ganz gut. Und es gab einen Gut von Stefan aus dem 28. Kongress und ihr könnt das finden. Und wir haben uns entschieden, nicht in diese Richtung weiter zu gucken und nicht die Verschlüsselung zu knacken, sondern wir gucken uns die anderen Seiten an. Zum Beispiel das Blockieren von Signalen, das Jamming. Und in der Spezifikation der digitalen Modems auf dem Zug, das sollte immer verbunden sein mit dem Kontrollzentrum. Und wenn das Modem auf dem Zug die Verbindung verliert, dann wird der Zug automatisch anhalten. Also wenn man einen guten Jammer hat für GSMR, und dann kann man einen Zug anhalten, wenn man es braucht oder wenn man ins Gefängnis will oder wenn man das braucht. Und es gibt andere interessante Probleme mit GSMR. Zum Beispiel gibt es Handsets, Handgeräte für GSMR. Es gibt eins davon, das ist sehr nützlich, um die Handsets über SMS zu managen mit dem Passwort 1234. Und ich weiß nicht, ob das wirklich viele Ingenieure gibt, die das Passwort ändern, aber und wahrscheinlich gibt es nicht mal viele Ingenieure, die überhaupt wissen, dass das über SMS gemanagt werden kann. Um weiterzumachen mit der SMS-Diskussion, ein sehr interessantes Feature ist über GSMR SIM-Karten, die über das Management und ist dasselbe wie in den Standard-SIM-Cards. Und ihr wisst, dass SIM-Cards gehackt werden können über die Luft. Und es wurde gezeigt, zum Beispiel von Carsten Noll und anderen. Und wenn die Entwickler von SIM-Karten einige Probleme haben mit der Programmierung, kann er erlauben, eine verschlüsselte Antwort zu bekommen, um einen Verschlüsselungskey und einen Signaturkey und einen Verschlüsselungskey zu bekommen. Und zum Teil ist es auch möglich, Malware auf die SIM-Card hochzuladen. Nach Carstens Talk haben viele der großen Telekommunikationsanbieter sich entschieden, nochmal genau hinzugucken, wie das mit den SIM-Cards ist. Was passiert, wenn man Binärdaten über SMS verschickt? Aber ich glaube, bei GSMR passiert das nicht. Weiterhin gibt es einiges an GSMR-Equipment, was Over-the-Air-Firmware-Updates unterstützt. Nicht nur SIM-Card-Updates, sondern auch erlauben die auch Firmware-Updates zu machen, Over-the-Air. Einige moderne Modems für GSMR unterstützen Interfaces wie USB oder PCMCIA, was mich daran erinnert an unsere alte Forschung, wo wir ein Rootkit über SMS hatten und wie ein Angreifer das Modem hacken kann über ein Firmware-Update, kann es benutzen, um den Host, was über das Modem kommuniziert, zu kontrollieren. Dies ist ein altes Video, das ist schon seit einem Jahr online, was zeigt, wie wir ein gehacktes Modem, das verbunden ist mit einem Laptop, und am Anfang startet das Modem und die Netzwerkgeräte. Das ist okay. Und danach, nach einem kurzen Timeout,
It starts to operate, fängt es an, die Tastatur zu bedienen oder sich wie eine Tastatur zu verhalten. Und natürlich kann eine Tastatur tippen. So, as a real hackers, also als richtige Hacker benutzen wir das Modem als Rechner und haben die Spezifikation des Input-Output-Systems und von dem BIOS und booten den Computer neu. Während des Reboots wird unser Modem zu einem CD-ROM-Laufwerk. And install bootkit. Und installt ein Bootkit. You can ask me. Ihr könnt mich fragen, gibt es hier Tastaturen an Eisenbahn-Equipment? Und sometimes, manche haben es, manche nicht, aber meistens haben wir Treiber für die Tastatur und Treiber für zusätzliche Systeme, zum Beispiel für Drucker. Und wenn man ein Drucker werden kann oder eine Kamera werden kann, dann kann man Verwundbarkeiten ausnutzen in den Treibern und Speicherzugriff erlangen, wie dieses zum Beispiel gezeigt wurde von Travis Goodspeed und Sergey und wie auch von anderen demonstriert wurde für Remote Vulnerabilities. Zum Beispiel Buffer Overflow im Tastatur- oder Maustreiber. Und das kann nicht aus der Ferne ausgenutzt werden, aber wenn dein entferntes Device eine Tastatur wird oder eine Maus wird, dann kann man die trotzdem remote ausnutzen. Also zurück zu den Eisenbahnsystemen. Wenn jemand das Modem angreifen kann, dann kann das Modem auch das automatische Train Control System aktivieren und man kann den Zug steuern. Okay, alles ist miteinander verbunden, denn es geht hier um Unterhaltung. Wir gucken uns die Lok an und die Eisenbahnsysteme und man findet ganz viele Geräte, viele Systeme, zum Beispiel aus der Sicht der Passagiere, für die Benutzer. Da gibt es Informations- und Unterhaltungssysteme. Es sind Geräte wie zum Beispiel Kommunikationssysteme zwischen Ingenieuren oder Kameras, WLAN-Access Points, Gateways. Das Wichtige ist hier, dass alle diese Geräte über einen Kommunikationskanal funktionieren. Manche Kommunikation ist speziell für Eisenbahn, manche ist für Informationssysteme. Und es gibt noch einen anderen Beweis. Zum Beispiel von einem großen Anbieter und es zeigt deren Ansatz, wie man die Verbindungen aufbaut, wie man verschiedene Geräte verbindet, wie sie sich mit der Lok verbinden, insbesondere für Solaranlagen und für Kameras. Und die fliegen auch in den Wolken und heute im Internet of Things und bei unserem Thema hier wird es erzeugt, ohne starken Schutz und starke Schutzmechanismen. Und wir zeigen hier, dass so etwas existiert. Wir haben mehrere Geräte von mehreren Herstellern analysiert, von Wintec und anderen. Verschiedene Gerätetypen, Switches, ganz spezielle Eisenbahngeräte, Gateways, Modems und so weiter. Und wir haben herausgefunden, dass es hier ganz in verschiedenen Industrien gibt es das, aber in diesem Fall hat es ein bisschen schockiert, dass wir die Private Keys finden konnten. Ich meine, das ist hier Eisenbahn. Es gibt viele Private Keys und die meisten Firmen hardcodieren diese privaten Schlüssel. Und
nicht nur für SSL-Zertifikate waren das die privaten Schlüssel, die mit den Zertifikaten korreliert haben, aber auch für Remote Management und Verwaltung aus der Ferne, also zum Beispiel SSH, haben wir von einem Hersteller die privaten Schlüssel gefunden. Und ihr könnt uns fragen, was das bedeutet, hallo Captain Obvious, es ist privat und wenn private Dinge öffentlich verfügbar werden, dann sind sie nicht mehr privat. Und eine andere Sache, wenn man irgendwas Privates herstellt, gerade bei privaten Schlüsseln, dann ist das für private, sichere, verschlüsselte Kommunikation. Aber in diesem Fall, ich hoffe, das wisst ihr, ermöglicht das Man-in-the-Middle-Attacks. Und danach ist Kommunikation zwischen Eisenbahnsystemen nicht mehr sicher. Und es ermöglicht Hackern auch, sich in Remote Shells, also SSH, anzumelden. Aber dazu später. Und zuletzt kann man aus den Private Keys die Public Keys herausziehen, einen Fingerprint herstellen mit verschiedenen Algorithmen und auf Seiten wie Shodan oder Sensus kann man damit viele Geräte rausfinden. Und dieses Bild zeigt euch eine regionale Art und Weise, wie man einen Biber halten soll. Und das bedeutet, wie man sicher Geheimnisse behält. Naja, hier wieder jede Menge Standardpasswörter und so weiter. Aber bei Eisenbahnsystemen ist das nicht nur für Websites, sondern auch für Secure Shell. Und sie haben versucht, ihre Kommunikation zu sichern und den Telnet-Port geändert, aber na gut. Ein weiteres Beispiel, das war eine sehr wichtige Mitteilung an die Kunden. In diesem Brief seht ihr, dass ihr maximal 2 verschiedene Standardzugänge benutzen sollt. Schaut euch dieses Stück Code an. Wie sicher glaubt ihr, ist das? Glaubt ihr, es ist sicher? Oder glaubt ihr, das ist aus den frühen 20ern? Na, es ist offensichtlich nicht sicher. Es wurde im Jahr 2015 geschrieben und gibt uns die Möglichkeit, Systemcode einzuschleusen. Als nächste interessante Möglichkeit, ihr erinnert euch an USB und so weiter, Malware, aber bei Eisenbahn-Equipment gibt es auch USB-Ports und wenn ihr das Leben von Systemingenieuren erleichtern wollt, dann können viele von euch euren USB-Stick nehmen und Auto-Run oder Auto-Start darauf tun und dann damit System-Updates oder Firmware-Updates einspielen. Wie funktioniert das? Das ist sehr einfach und macht das Leben von Systemingenieuren einfacher. Wenn ihr euch nicht an euer Passwort erinnert, dann könnt ihr einen Passwort-Hash machen, so groß wie möglich, und versuchen, ihn nach dem Update zu brute-forcen. Eisenbahnsystem sehen so aus, als hätten sie was mit der echten Welt zu tun, aber in diesem Bild seht ihr den Weg eines Angreifers. Der kann sich mit dem Management-System, über das Management-System mit dem Eisenbahnsystem verbinden und wenn es sich mit dem Internet verbindet, dann verbindet es sich mit dir. Und von der internen Seite kann man sehen, dass es 3 Schritte gibt bei der Trace Route. Der erste ist im Zug, der zweite ist an der Strecke und der dritte ist die Telekom. Und
Die Lokomotive hat eine ganze Menge Technik verbaut und einiges davon ist für die Benutzerschnittstelle, eines ist für das Netzmodul und es läuft über VPN. Aber in diesem Fall läuft alles über das gleiche öffentliche Mobilfunknetzwerk. Und es gibt von Shodan einen Beweis, dass das Netzmodul, das besonders spezielle Geräte und VPN-Gateways sich mit dem Internet verbinden. Nun ja, dann kommen wir zu den Verwundbarkeiten. Es wurde gefixt, ein einfacher Request, der das Benutzerpasswort, das Administratorpasswort geändert hat. Und der Dank dafür geht zu unseren Kollegen. Und aus unserer Erfahrung sollten wir den Certs verschiedener Länder einen großen Applaus geben. Postscriptum. Im vergangenen Jahr haben wir über Wind- und Solarenergie geredet und haben eine Menge Feedback zu unserem Talk bekommen und haben beschlossen, das SCADA-SOS-Projekt ins Leben zu rufen, das sich offene Smart Grid Devices im Internet finden will. Und wir haben interessante Ergebnisse in verschiedenen Teilen der Welt bekommen und eine Menge Feedback von den Herstellern und CERTs bekommen. Und nebenbei, diese Herangehensweise will mehr als 60.000 internetverbundene Smart Grid Devices, zum Beispiel Kraftwerke, nicht mehr mit dem Internet verbunden haben. Verschiedene Verwundbarkeiten wurden den CERTs und so weiter reportiert. Und ich möchte dem Herrn Maxim Rupp danken, der viel zu diesem Projekt beigetragen hat. Danke, Max. Wir haben beschlossen, mit diesen offenen Herangehensweisen weiterzumachen. Also haben wir das SCADA-Pass-Projekt gestartet. Und direkt nach dem Talk werden wir die Liste der Standard- und hardcodierten Accounts veröffentlichen, damit die Hersteller keine hardcodierten Standard-Passwörter in ihren Systemen verwenden. Also danke an Oksana Andreeva, die uns geholfen hat, diese Liste herzustellen. Und bitte trag dazu bei. Nach unserem vergangenen Talk haben wir Kommentare bekommen zu europäischen Kraftwerkssystemen, ob jemand 3 Gigawatt für einige Sekunden aus dem Netz ziehen kann. Nein, dann gehen die Lichter aus, wahrscheinlich für eine ganz schöne Zeit. Aber wir wissen, dass es spezielle Geräte gibt, zum Beispiel Relais-Schütze, die solche schlechten Situationen vermeiden sollen. Und auch das haben wir wieder recherchiert. Wir haben Forschung betrieben über digitale Substations und haben Toolkits rausgegeben für die Protokolle, die von solchen digitalen Übertragungsstationen verwendet werden. Wir haben mit der Hilfe von anderen Digital Substation Takeover gestartet und es wurde zusammen mit Siemens Systemen durchgeführt. Und diese Herausforderung hat ein Ergebnis gebracht. Eine globale Katastrophe. Und in echten digitalen Stationen, Verteilerstationen, haben wir gute und gut bekannte Schutzmechanismus, ein Schutzrelais
und Relais sind aber auch verwundbar. Und während dieser Herausforderung, dieser Challenge, haben wir herausgefunden, haben wir Verwundbarkeiten gefunden in dem Siemens-Schutzsystem. Und man kann bestimmte Pakete hinschicken. Und in diesem Fall führte das auch zu einem Problem. Und wir haben einen Confirmation Code gefunden, einen Bestätigungscode in dem Siemens Protect. Und Siemens veröffentlicht diesen Code nicht in der offiziellen Dokumentation. Und Siemens sagt auch, das ist keine Verwundbarkeit. Aber mit diesem Code können wir das Systemlog lesen. Und wir können außerdem das benutzen, um den Speicher von Geräten zu lesen. Und es ist sehr interessant. Und die letzte Frage aus dem vorherigen Vortrag war über Marketing und wie Solaranlagen zu einem zentralen Punkt verbunden werden und nicht nur um den Status zu sehen, sondern auch um sie abzuschalten oder weil es von dem Markt verlangt wird. Und sowohl in Deutschland haben jetzt diese speziellen Module für die Direktvermarktung mit SCADA, um diese Features zu unterstützen. Aber wir haben leider keine Zeit mehr und wir hoffen nächstes Jahr SCADA with Antenna nächstes Jahr darüber zu sprechen. Okay. Okay, wunderbar. Eine kurze Erinnerung, wenn ihr wirklich jetzt schon gehen müsst, dann macht das so leise wie möglich. Und wenn ihr noch könnt, bleibt noch ein paar Minuten sitzen, bis wir ganz fertig sind. Wenn ihr Fragen habt für die drei Redner, dann geht bitte zu einem der Mikrofone in dem Saal, dass wir euch alle hören können. Wir haben Preise für die besten Fragen. Gibt es zusätzliche Preise, noch zusätzliche Motivationen, um gute Fragen sich zu überlegen. Okay? Seid ihr schon bei den Mikrofonen? Mikrofon 4? Nein, noch nicht. Okay, dann starten wir mit dem Internet. Okay, danke. Habt ihr schon geguckt, was mit dem American Positive Train Control System ist? Das wissen wir noch nicht. Okay, jetzt weiß ich auch nicht. Hast du noch eine Frage aus dem Internet? Gut, dann Mikrofon 4. Du hast gesagt, was für Protokolle benutzen die mit den verschiedenen Diensten in Census? Meistens kannst du generische Remote-Management-Protokolle finden, also zum Beispiel HTTP oder SSH. In den Netzwerken ist Profnet häufig benutzt, aber auch viele proprietäre Protokolle, die nicht so öffentlich sind. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann bitte noch einen großen Applaus für die drei Sprecher hier. Danke.